Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir zusammen eine Männerkarte. Los geht es mit so ein paar Elementen, die ich mir schon rausgeholt habe. Ein A6 Rohling, eine Mattung in cremefarben und ich habe hier eine Verpackung von einem Stempel oder ich glaube ja doch Stempelset. Und da schneide ich mir auf eine Auflegergröße für A6 Karten zu. In dem Fall 14 mal 9,6 cm. Ich hatte auch beim Auskurbeln Aquarellpapierkreis und ich denke mal, das ist ein Teil von einem Papierauflege aus Papierresten. Und die habe ich einfach gefunden beim Durchkramen meiner Hintergründe und habe gedacht, das wäre doch jetzt eine Gelegenheit, die zu verarbeiten. Habe hier mit dem Distress Pumiceton Stempelkissen und einem Schwämmchen vom Action die Ränder eingefärbt. Das ist so ein schöner warmer Grauton. Und dann klebe ich das Ganze schon auf die Mattung mit einem Klebestift, damit ich das hinterher auch vernünftig mit meiner Nähmaschine vernähen kann, ohne dass mir halt der Kleber im Weg ist. Das ist natürlich, tada, schon fertig. Ich habe hier von Dutch Dabadoo eine Stencil, eine Schablone. Und da sind verschiedene Grunge-Elemente mit drauf. Ich habe mich hier fürs Kreismuster entschieden und färbe das Ganze mit dem gleichen Stempelkissen, was ich vorher schon hatte, so ein bisschen so Dreiecken ein, um dann das Aquarellpapier so ein bisschen interessanter zu machen, damit das einfach nicht so plump weiß bleibt. Auch nach dem Stempelkissen müsst ihr natürlich eure Sachen hinterher sauber machen. Das Schöne an den Stempelkissen, die sind wasserlöslich, das heißt, da braucht ihr wirklich nur ein bisschen Wasser und ein Mikrofasertuch und dann ist er schon sauber. Ich habe von Distress Crackle Paint in Picket Fence, das ist ein Weißton. Das ist so ein ganz kleiner Rest, den ich über habe. Die Paste ist inzwischen schon ziemlich trocken und ich versuche dann halt den letzten Rest noch irgendwie aufzubrauchen. Und ja, alles, was so ein bisschen daneben gegangen ist, kann ich noch ein bisschen retten. Die Kanten fahre ich noch ein bisschen mit dem Finger nach, weil die teilweise sehr ausgefranst sind. Als Hauptmotiv habe ich diesmal einen Paper Shelter Digi-Stempel, ein Kakadu auf dem Motorrad oder Harley oder wie auch immer die Dinger heißen. Wie immer benutze ich hierfür Aquarell Stifte und mein Wassertankpinsel. Ich nehme die Farbe direkt vom Stift auf und verteile sie auf meinem Motiv. Ich hatte mir tatsächlich auch die Vorlage angeschaut, wie das farblich so sein sollte. Ich war ehrlich gesagt etwas überfragt, wie ein Kakadu normalerweise so aussehen soll. Hab dann für seine Rockermähne quasi gelbe Töne verwendet. Für die Schnauze und für die Füße habe ich dann einen Rot-Braun-Ton ausgesucht. Und dann fange ich auch noch an, die ganzen anderen Flächen, wie zum Beispiel jetzt die Sonnenbrille, seine Lederjacke, in Grautönen schon einzufärben, damit ich hinterher einfach auch erkennen kann, welches Element was ist. Die Teile sind relativ klein und das Motiv selber ist ja jetzt wirklich nicht groß. Das ist irgendwas mit 7 oder 8 cm Höhe. Also alles, was ich später schwarz haben möchte, habe ich jetzt grau eingefärbt. Für die Sitzgelegenheit bzw. für das Motorrad selber habe ich tatsächlich überwiegend Brauntöne benutzt. Ich meine, es gibt inzwischen Lackierungen in allen möglichen Varianten, aber ich wollte dann irgendwie schon das Ganze ein bisschen ja, neutraler, naturfarben halten, bis auf die Haare. Gut, die waren quasi jetzt gelb, so ein bisschen stechen ein bisschen hervor. Und wie immer heißt das auch bei Aquarellstiften, Schichten über Schichten. Am besten nicht immer wieder über dieselbe Stelle malen. Ich meine, das ist jetzt kein Aquarellpapier, das ist ganz normales Laserdruckerpapier, 160 Gramm schwer. Und ja, da könnt ihr halt nicht mit allzu viel Farbe kleckern, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ihr über den Rand malt, am besten so schnell wie möglich das Ganze mit Wasser verdünnen und mit einem Tuch aufnehmen.
Und ja, deswegen wandere ich dann. Ich mache da ein bisschen was, da ein bisschen was. Erst die Haare, jetzt wieder der Schnabel. Und ja, und so arbeite ich mich so lange vor, bis ich dann mit der Farbintensität zufrieden bin. Dann wird eigentlich nur noch so ein bisschen schattiert, um dem Ganzen so ein bisschen Plastizität zu geben. Und wie ihr mich kennt, ich lasse halt weiße Stellen in den Bereichen, wo sozusagen die Highlights sein sollten oder die Gegenstände am meisten hervortreten, beziehungsweise je nachdem, wo meiner Meinung nach das Licht reinfällt. Es ist nicht immer so eindeutig. Ich denke, man hat einfach nach einer gewissen Zeit, wenn man das oft genug wiederholt, einfach eine Routine drinne und dann geht das irgendwie schon automatisch. Man kann es nicht immer so einfach jemandem beschreiben. Ich habe, wie gesagt, dieselben Farben wiederholt, habe mich dann entschieden, dass ich auch ein bisschen Schatten unters Motorrad setze. Ich wollte das Motiv später relativ nah an der Kontur ausschneiden, aber es würde ein fliegendes Motorrad sein, wenn ich dann keinen Schatten drunter setze. Und das ist für mich unnatürlich, deswegen habe ich dann hier mich entschieden, den Schatten noch dazu zu denken. Hat man sonst, was weiß ich, eine Straße, auf die man ein Element draufsetzt, dann könnte man sich das zum Beispiel sparen. Aber da mein Hintergrund relativ ohne Szene abläuft, habe ich dann halt diese Variante gewählt. Ich habe jetzt sogar noch ein bisschen Orange mit reingebracht, um das Gelb zu verstärken. Jetzt im Moment sieht das sehr intensiv aus, finde ich, aber am Ende wird das ein bisschen verwaschener und dann ist das halt nicht so extrem orange. Das sieht eher wie ein dunkles Gelb aus, würde ich sagen. Und das ist ja auch das Schöne bei Aquarellfarben oder Aquarellstiften. Ihr könnt mit Wasser die Farbelemente immer noch so ein bisschen oder die Farbpigmente noch bewegen und verwischen, verwaschen. Das Kakadu selber hat einen relativ hellgelben Anstrich bekommen. Das ist ja eins der hellsten Töne, die ich überhaupt habe. Habe dann zum Schattieren aber so ein bisschen noch Braun dazu genommen. Und wenn, wie zum Beispiel beim Schnabel, wenn mir das einfach noch zu hell ist, dann gehe ich auch ein drittes und ein viertes Mal drüber, bis ich dann halt wirklich mit der Farbe am Ende zufrieden bin. Jetzt habe ich schon einen schwarzen Stift rausgeholt und da muss ich sagen, da muss man immer vorsichtiger sein. Habe dann mich entschieden, meinen feinen Pinsel zu nehmen, um die Farbe etwas gezielter zu bewegen, weil die, vor allem bei der Lederjacke, die Elemente, die kleinen einzelnen Teile sind so winzig, da komme ich mit meinem feinen Wassertankpinsel schon an meine Grenzen. Natürlich könnte man sich das auch leichter machen, man hätte das Motiv auch wesentlich größer ausdrucken können. Ich finde aber, das Verhältnis zu der Grundkarte muss halt irgendwie stimmig sein. Das heißt, ich habe nur eine A6-Karte, die ist ja nicht wirklich groß. Da sind, was waren das, 14,8 mal 10,4 cm Fläche. Und wenn ich ein Motiv habe, was die ganze Fläche bedeckt, ja, da kann ich halt keine Dekoration drumherum aufbauen oder mein Layout irgendwie wählen. Das heißt, ich bin dann eingeschränkt und deswegen neige ich eher dazu, die Motive kleiner auszudrucken, als vielleicht für die meisten so das Gängige ist. Natürlich könnt ihr auch, wie hier, das Grundsystem, was ich jetzt sozusagen aufgebaut habe, verwenden, ein anderes Motiv dazu wählen. Es muss ja auch keine Figur sein. Man kann auch einfach einen Gegenstand nehmen, zum Beispiel nur das Motorrad, vielleicht auch nur einfach was ganz anderes, eine Sonnenbrille zum Beispiel oder wie auch immer. Auf jeden Fall, man kann sich da ja wirklich kreativ-technisch austoben. Es kann auch ein Blümchen sein, es muss ja keine Männerkarte werden. Ich habe diese Karte ja für die Paper Shelter Challenge gebastelt. Das heißt,
das habe ich ja schon in anderen Videos auch erwähnt, ich bin ja im Designteam, das heißt, ich bekomme die Stempel, die Digi-Stempel zur Verfügung gestellt. Ich kann frei entscheiden, welches Motiv ich benutze. Ich habe nur ein gewisses Thema, was ich einhalten muss. Diese Woche zum Beispiel ist das Thema Let's get physical, was so viel heißt wie lass uns sportlich betätigen oder irgendwas zum Thema Sport. Gut, eine Harley ist jetzt ein eher bequemeres Fahren, aber ich habe halt kein passenderes Motiv gefunden, was jetzt irgendwie Motorradfahren darstellt. Und wir haben viele Motorradfahrer in den Bekanntenkreis und ja, irgendwie habe ich gedacht, ich müsste schon was basteln, was ich auch benutzen würde oder verschenken würde. Und ja, da fand ich irgendwie den ziemlich cool. Und wer selber schon mal Motorrad gefahren ist, das ist schon körperlich anstrengend. Es gibt natürlich auch Motorsport und da gibt es auch quasi, zählt schon zu Sport. Naja, jetzt sind wir ganz weit vom Thema abgeschweift. Wie ihr seht, bin ich schon so weit wie fertig mit meinem Motiv. Ich setze wirklich nur noch ein bisschen Schatten und verwasche das Ganze einfach nur mit Wasser. Das ist das Schöne bei dem Pinsel. Ich habe dann links im Bild, was ihr nicht seht, einen Wasserbecher stehen und kann mit dem feinen Pinsel halt die Menge der Farbe und des Wassers viel feiner dosieren als beim Wassertankpinsel. Da kommt oft entweder zu viel Wasser raus oder gar kein Wasser. Und ja, ja, mein Hund, es tut mir leid. Das Schöne ist, eigentlich braucht ihr auch bei Aquarellstiften gar nicht alle Farben zu besitzen. Ihr könnt wirklich mit Braun und Schwarz sehr viel schattieren und eure Farbe verändern. Hier seht ihr ein Stanzelement, was ich aus Spiegelkarton in Silber gestanzt habe. Das ist eine Actionstanze, die kommt tatsächlich so raus, wenn ihr einmal die durchgekurbelt habt. Das sieht aus wie so eine Ansammlung von Kreisen oder Ringen. Und das habe ich mit dem Tacker tatsächlich an dem unteren Kreis befestigt. Habe hier meine Pappreste rausgeholt, ungefähr die Größe von dem Kreis abgeschätzt, natürlich auf eine quadratische Form gebracht und die Ecken abgerundet. Ich möchte das Ganze jetzt schon sozusagen auf der Karte aufkleben und da benutze ich halt dünne Pappe von ungefähr einem Millimeter, mein doppelseitiges Klebeband vom Action und mein Flüssigkleber, das ist Tekiglo, auch vom Action. Das habe ich in eine kleine Flasche umgefüllt und ich kann das dann besser dosieren. Da kommt nicht zu viel flüssigen Kleber raus, sondern wirklich so kleine Flächen. Bisschen mit den Fingern das Ganze andrücken. Gewicht drauf in der Zwischenzeit und ich habe dann weitergemacht. Den zweiten Kreis habe ich direkt aufgeklebt. Auch da wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber. Inzwischen könnt ihr auch erkennen, die Paste, die wir vorher aufgetragen haben, ist getrocknet. Das ist ja unser Kartenaufleger. Übrigens, ich habe ja gesagt, das ist ja Distress Crackle Paint, das heißt, es ist Krakelierpaste. Das heißt, die Bereiche, die ich schabloniert habe, sind auch gebrochen. Ich habe mir so zwei Fännchen rausgekramt. Ich habe die vorab schon vorgestanzt. Wenn ich mir nicht sicher bin, welche Farben, dann gehe ich meistens zu Transparentpapier, Spiegelkarton, Gold, Spiegelkarton und ich habe auch Kupfer gestanzt und alte Buchseiten. Das sind so die Elemente, die ich oft benutze. Und hier zu dem ganzen Grau und jetzt inzwischen auch Silber passte natürlich dann halt auch silbernes Fännchen und auch Transparentpapier ganz gut. Und das habe ich halt auf der Rückseite links aufgeklebt mit Tesafilm. Nachdem etwas Gewicht drauf lag, können wir jetzt auch unseren zweiten Kreis aufkleben. Dadurch, dass die Pappe jetzt drunter ist, schwebt das so ein bisschen, aber ganz, ganz minimal. Das gibt dem Ganzen etwas Höhe, aber nicht zu viel. Von dem Fännchen habe ich vorhin was weggeschnitten, damit man halt auch den unteren Teil oder den hinteren Teil noch benutzen kann. Spiegelkarton ist ja schöner Karton, wobei das ist wieder Schokoverpackung, also Schokokussverpackung, die ich benutzt habe. Davon habe ich, wie gesagt, jede Menge Reste. Das reicht für mein Leben lang. Das Kakadu habe ich in der Zwischenzeit natürlich auch ausgeschnitten und mit ein paar Elementen aus Karton klebe ich das Ganze jetzt auch etwas höher. Ich habe
gesehen, dass das halt ein bisschen wenig ist und mich entschieden, das Ganze noch eine zweite Schicht zu geben. Das heißt, noch etwas höher zu setzen. Und das Ganze wird einfach mit Flüssigkleber über die erste Schicht Karton drüber geklebt. Die Kartonstücke müssen noch nicht mal wirklich 1 zu 1 gleich groß sein. Ihr könnt das auch ein bisschen variieren. Dann auch wieder Flüssigkleber oben drauf auf die Pappe, weil das sind ja wirklich diese Bereiche werden mit der Karte verbunden. Habe mich dann entschieden, noch ein bisschen Metallic-Garn zu benutzen, natürlich passend zu der Karte in Silber. Die Rolle habe ich mal im Dreier-Set im Lidl gekauft. Das war, glaube ich, um Weihnachten rum. Da gab es eine Rolle Rot Metallic, Silber und Gold. Und da habe ich halt jetzt zwei Schlaufen gewickelt und die unter das Motiv gesetzt. Da war ein loses Ende, das habe ich so ein bisschen unter das Motiv gedrückt. Wieder Glaselement obendrauf, damit der Kleber setzen kann und das Ganze sich nicht mehr löst. Ich habe meine Stempelhilfe rausgekramt, einen Spruch, das ist übrigens von einem Waffelflower Set. Nee, nicht Waffelflower, das war Honeybee, so rum. Wie immer, die Produkte werde ich in der Infobox auflisten, weil auch ich habe nicht alles im Kopf und muss manchmal so ein bisschen kramen, damit ich dann euch die richtigen Namen dann auch aufschreiben kann. Der Spruch selber ist Englisch, You are amazing. Habe hier ein Stück schwarzes Aquarellpapier vom Action verwendet. Ich habe das aus meiner Restekiste rausgekramt. Natürlich auch wieder mit dem Versamark gestempelt und den Bereich, den ich stempeln möchte, mit dem antistatischen Kissen bearbeitet. Da habe ich gesehen, dass meine Folie noch drunter war. Die musste natürlich weg, sonst klebt das alles nicht so wirklich, wie es soll. Ich platziere den Stempel in die Stempelhilfe, färbe das mit Versamark ein, drücke das vorsichtig ab und das Ganze anheben. Und da habe ich gesehen, dass das ein bisschen zerquetscht war auf der linken Seite. Also, wenn ihr sowas habt, am besten den Stempel weiter nach rechts, also weiter weg von dem Scharnier befestigen. Da habt ihr mehr Kontrolle. Zu nah am Scharnier drückt ihr fester als natürlich am Außenrand. Ich habe hier von Wow das weiße Embossingpulver benutzt und trotz meiner Vorbehandlung habe ich leider das Pulver auch an Stellen gehabt, wo ich nicht wollte. Und je nachdem, welches Papier benutzt, ist das teilweise echt ein problematisches oder es ist ein Problem. Und ich habe einfach mit einem trockenen Pinsel die ungewünschten Elemente weggewischt. Und jetzt föhne ich das Ganze mit dem Embossing-Föhn von unten, bis das ganze Pulver geschmolzen ist. Ihr könnt das sehen, dass es ein bisschen anders ist. Ihr könnt das jetzt besser lesen. Natürlich den Überschuss an Pulver aufheben. Das könnt ihr noch wieder benutzen. Ihr kommt mit so einem kleinen Pöttchen Embossing-Pulver auch wirklich sehr, sehr lange aus. Das ist ja jetzt irgendwie immer noch mein erstes. Ne, mein zweites. Ich lüge jetzt. Mein zweites. Ich habe mich entschieden, das Ganze noch in eine Labelform zu stanzen. Auch die habe ich von Honeybee. Die sind etwas feiner als die von Gina Kay, die ich immer früher benutzt habe. Je nachdem, welchen Spruch ich dann stempel, habe ich halt die Variation, entweder schmal mit wenig Rand oder halt eine andere Form zu stanzen. Und ja, da hat sich das halt angeboten. Natürlich wird das einfach durch die Stanz- und Prägemaschine durchgekurbelt und dann habt ihr eure Ausstanzung. Und da ich die Maschine schon da hatte, das Papier, habe ich mich entschieden, das Ganze wieder anzuheben und mit der gleichen Stanzschablone nochmal drei Fähnchen zu stanzen. Das heißt, ich benutze das einfach, dasselbe Papier und ja, das, was jetzt so ein bisschen übergeblieben ist, das habe ich weggeschnitten. Das ist mir so ein bisschen im Weg gewesen. Ja, ich setze halt immer sehr nah am Rand. Ich möchte von dem Papier so wenig wie möglich Verschleiß haben. Das heißt, ich benutze das ziemlich lange, bis das wirklich aufgebraucht ist. Dann kommt es wieder in meine Restekiste fürs nächste Projekt, weil noch ist was von übergeblieben.
Jetzt heißt das natürlich, das Ganze übereinander kleben. Erstmal spiele ich mit der Positionierung. Am Ende wird es doch ein bisschen anders als jetzt vorhin im Bild gezeigt. Ich habe jetzt einfach nur mit Flüssigkleber die drei Schichten übereinander geklebt. Ich hebe das immer so ein bisschen an, drücke das von allen Seiten, dass keine Schicht sich verschieben kann. Also damit das wirklich übereinander liegt. Und da dieses Fännchen schon sehr schmal ist, habe ich mehr Kontrolle, wenn ich das halt anhebe. Mit dem Flüssigkleber das Ganze auch auf die Karte kleben. Gewicht drauf. Ich habe das schief geklebt. Ich habe das außerhalb des Videos einmal wieder angelöst und mit meinem T-Lineal ausgerichtet. Ich weiß auch nicht, warum ich dann mich so vertan habe, aber jetzt ist der Spruch tatsächlich auch gerade. Hier habe ich den Kartenrohling, ich habe den noch ein bisschen nachgeprägt und ich schneide die Pinöppel, die bei der Produktion entstehen, einfach ab, weil sie mich halt einfach stören. Und jetzt können wir unser Kartenaufleger direkt auf die Karte stanzen, sage ich schon, kleben. Dafür benutze ich ein etwas größeres Stück Karton, schneide das natürlich auf die passende Größe von 14 mal 9,6 cm wie die Auflegergröße. So seht ihr die Mattung drumherum, hat so ein bisschen Rand. Und man erkennt halt nicht, dass man das jetzt auf Pappe geklebt hat. Also das ist ein gewisser Vorteil und ich fahre damit eigentlich schon ziemlich lange ganz gut. Habe wie immer großzügig am Rand doppelseitiges Klebeband verteilt. Und jetzt heißt das natürlich die ganze Fläche mit Flüssigkleber bedecken. Damit gehe ich halt auf Nummer sicher, dass das Ganze auch hält. Wahrscheinlich würde auch hier weniger ausreichen, aber das sieht jetzt nach viel aus. Eigentlich ist es aber eine richtig hauchdünne Schicht. Jetzt das Ganze auch auf die Rückseite aufdrücken, überall drumherum gehen, verteilen. Und natürlich auch da kommt noch eine Schicht Kleber oben drauf, damit wir die Verbindung zwischen der Karte und dem Aufleger herstellen können. Ja, ist immer dasselbe beim Kleben. Ich wiederhole mich ständig, das weiß ich. Auch hier einfach großzügig den Kleber verteilen. Und auf die Karte draufkleben. Natürlich vorher checken, dass ihr wirklich auf die richtige Seite klebt, damit dass eure Karte hinterher vernünftig aufgeht und richtig rum, so wie ihr es braucht. Ich habe mir ein paar Elemente, Zahnräder, um genau zu sein, gestanzt aus Spiegelkarton und auch aus dem gleichen schwarzen Aquarellpapier, was ich auch schon auf der Karte für den Spruch benutzt habe. Die Stanzelemente oder die Stanzschablonen sind von Kulrike. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch im Programm sind. Ihr könnt natürlich alle anderen Zahnräder, die ihr besitzt, auch benutzen. Man kann auch echte Zahnräder aus Metall verwenden. Ich finde halt hier Papier einfacher, weil es wirklich hauchdünn ist. Ich habe dann hier ein bisschen mit der Positionierung gespielt, habe vor allem die kleineren Zahnräder gestanzt, weil man davon mehr auf die Karte bekommt. Man kann die auch zerschneiden, das habt ihr auch gesehen, habe dann wirklich nur einen Teil des Elementes benutzt. Und ich benutze auch hier wieder Flüssigkleber auf der Rückseite einfach auftragen und dann gucken, wo ich das ungefähr haben möchte und platzieren. Wer zum Beispiel keine Zahnräder möchte, der kann das auch durch andere Elemente ersetzen. Bei einer Männerkarte würde ich eher so Richtung Sternchen gehen oder kleine Ringe oder irgendwie sowas. Also Knöpfe würden zum Beispiel auch gut aussehen. Man kann natürlich auch anstatt der Zahnräder jetzt einfach, wie heißen die nochmal, Enamel Dots benutzen. Man kann
Schmucksteine benutzen, wobei Schmucksteine schon wieder schwierig ist. Es ist nicht jeder Mann steht da drauf, also muss man dann selber entscheiden. Aber ich wollte mal was anderes und habe dann gedacht, zu dem Thema Motorrad passen Zahnräder ganz gut. Beim Auskurbeln der Zahnräder sind mir einige Kreiselemente rausgefallen, das heißt auch wieder Spiegelkarton und schwarze Pünktchen. Und die habe ich tatsächlich aufgefangen und ich benutze die hier auch als Elemente. Durch das Auskurbeln bekommen diese schöne abgerundeten Kanten und man kann die auch wirklich als Embellishments benutzen. Und ich habe noch ein paar gehabt, die hebe ich auf fürs nächste Projekt, weil das wäre dann schon zu viel geworden. Habe mich dann entschieden, noch ein bisschen zu sprenkeln. Dafür benutze ich meine Kiste. Wie ihr seht, die ist schon sehr oft in Verwendung gewesen. Natürlich habe ich mir viel Mühe für die Koloration benutzt, für die Koloration gegeben und auch der Spruch sollte weiterhin lesbar bleiben. Deswegen decke ich diese Bereiche einfach mit einem Stück Tonpapier bzw. Kopierpapier ab. Ich habe hier das silberne Acrylic Spray Paint vom Action benutzt, habe dann erstmal einfach nur den Verschluss geöffnet und so direkt gesprenkelt, habe dann ein bisschen was auf Acrylblock gegeben und mit einem feinen Pinsel kann ich viel feinere Sprenkler setzen, die verteile ich halt so noch ein bisschen noch dazu. Dann habe ich mich noch entschieden, das Dilution Ink Spray in Schwarz zu benutzen, um einfach diese schwarze Farbe, die ich halt als Highlights für den Spruch und für die Zahnräder verwendet habe, nochmal aufzugreifen und habe auch damit noch ein bisschen gesprenkelt. Ich benutze halt die Sprays nicht direkt als mit dem Sprühkopf, sondern ich drehe mir das alles auf und sprenkel nur mit dem Schlauch, der quasi dann rauskommt. So, dann sind wir aber auch tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Karte natürlich auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.